Buongiorno a tutti! Das ist ein kurzes Late-Night-Video. Buena notte! Was hat er denn? Achso. Ja, wir fahren jetzt Wasser kaufen und diverses. Würfelzucker haben wir kein mehr. Den klaut schon immer in den Cafeterien, in den Osterias da Zucker, Tütchen. Das heißt klaut.
So, the biblical tracks, the different building terminology, and there are biblical rules and biblical stuffs. There are evidence tracks and limiting tracks. Limiting tracks are in a lot. The valleys, they catch the river. That's all you can feel. Mal Grauwasser ablassen. Das ist nur von ja, vom Wasser und vom Abspülen. Ja. Hier war ja letztens die Wiese so, die war gesperrt, jetzt ist sie hier geöffnet. Hier stehen drei und dahinter, das sind jetzt so wie vom Rohan Camping, so eine Mobilheime, die man da mieten kann. Das muss ich euch zeigen. Es moved. Der Himmel moved. Leider kriegt man irgendwie die Farben mit Kamera nicht so hin, wie man das sieht, ne? Nein. Schade. Das ist das, was sie renoviert hatten, jetzt im letzten Jahr wohl. Da war das ja alles noch Baustelle letztes Jahr. Und wir finden das so toll mit den Arkaden. Das wird wohl ein Restaurant oder ein Café da unten. Da haben sie schon Tische und Stühle. Ein Stück Rollrasen, also das wird bestimmt ganz schick.
Und oben nehmen wir an, sind Apartments noch. Ja. Also ganz toll hier. Und es ist auch super gelegen hier in Pachenko Peschiera. Nach Lazise 6 Kilometer, eben zum Einkaufen auch. Peschiera. Also, Dadaland, ja. Sea Life, Movie World, Waterpark. Alles auf dem Haufen. Und für den Platz, da haben wir jetzt 2 Tage und einen halben, zwei Nächte und zweieinhalb Tage, 56 Euro. Ja. Aber mit Fähr- und Entsorgung, Dusche so oft du willst, also. Ich optimiere. Optimator. Oh Gott. Jetzt hat sie von ihrem Makramee-Vorhang da. Den habe ich monatelang im Internet gesucht, ein Band abgeschnitten. Sie hat den Teppich gefunden, der hing da über dem Zaun. Den hat sie hier jetzt ausgelegt. Sind sie dir zu bissig oder mir zu flauschig? Nein, nein. Du bist hier der Nudelspezialist. Warum stehst du jetzt wie so ein Nachtwächter mit dieser Lampe? Weil du nicht weißt, wohin damit. Doch. Warum haben wir eigentlich hier die Straßenlaterne nicht an? Oder ist sie an und die ist zu hoch? Nee, da ist keine dran. Das wäre auch zu hell. Ja, dann möchte ich gar nicht haben, so einen Strahler vor der Nase. Da hatten wir doch auf dem anderen Platz, der hat mich angestrahlt nachts. Ja. Ein Glück. Ist schön smoothie. Vor allen Dingen hast du dann auch immer die Viecher bei dir. Bei uns fehlt wie auf der Nilkreuzfahrt so eine Elektroschocklampe. Ja, Qualm. Siehst du, danach wollte ich doch gucken. Nach einem Tennisschläger? Ja. Einen elektrischen? Ja. Sollen wir mal schnell einen Haul machen? Bei Mercato. Ich habe mir Badelatschen geholt. Die 800 wahrscheinlich schon. Der Ramon. Die wollte ich immer haben bei Team. Sanna hat sich eine Hülle für ihr Handy geholt. Dann hat sie ein scharfes Schälmesser. Sven liebt scharfe Messer. Dann haben wir 2-mal Feuchttücher. Dann haben wir oder Sanna Waschseife. Für zu Hause. Für die Handwäsche. Ich habe mir ein paar Nägel geholt zum Aufpappen. Ileida hat sich auch eine Hülle geholt, eine durchsichtige. Die hat sie sich bestimmt auch geholt, die hatte sie schon mal. Dann gibt es hier Würzlöffelchen. Ja, die hatte ich für Gewürze. Gewürzlöffelchen. Ileida hat sich noch ein Shirley ausgesucht. Mit Ärmeln dran. Und ich brauchte noch einmal für die Nägel Base und Top Gel. Dann 2-mal Mülltüten. Und das war's. Alle, alle. Nee, da schwirrt noch was von der Tassenbahn. Ja, die hatte ich so für, weißt du, zu Hause Salz, Pfeffer, was wir viel benutzen. Ja. Salz, Pfeffer, Paprika und so. Diese Schütte. Mich nerven diese Streuer. Ja. Da bin ich ja nur am Schütteln. Guck mal, wie dann wild. Dann kannst du auch gucken, wo du so Großpacks kriegst. Ja. So guck mal, wie wild hier deine Pfeffermühle aussieht. In türkischen Geschäften kriegst du immer diese großen Gewürztüten. Kriegt man hier auch. Märkten und überall. Ich will ja mit Italien-Flair, sonst würde ich das ja nicht holen. Mit den 10 Tomatenflaschen und diese 2er-Packs zum Gleichsaufen.
was auf dem Gemüse. Oh mein Gott, wie romantisch. Oh mein Gott, wie romantisch. Als Überraschung eine eiskalte, aber wirklich, wieso ist die so kalt? Weil wir die rein in den Kühlschrank geschmuggelt haben, damit du es nicht mitkriegst. Oh, ihr seid ja lieb. Bitte, oh mein Gott, wie romantisch. Ja, oh mein Gott, wie romantisch. Wo ist sie her? Sind sie aus Gebüsch im Garten. Aus was? Gebüsch im Garten. Aus dem Gebüsch im Gardaland? Nee. Doch, in der Tüte. Da war noch geschmiert auf Brötchen. Habt ihr die gegessen? Nein. Mit zwei Colas da rausgenommen. Zwei Dosen Cola waren drin in der Plastiktüte. Und dann sind wir nochmal zurückgegangen zur Tüte, weil wir die Sandwiches auch holen wollten. Dann haben wir die Tüte weg. Oh mein Gott, wie romantisch. Wir haben schon angestoßen, gepostet. Leider trinkt hier irgendwie ein Halloween-Pfirsich. Ja, hier mit Dia de los Muertos. Schmecker, Schmecker. Am besten ist die Cola. Coca-Cola. Eisgeil. Wir haben jetzt gesagt, also die war ja aus dem Gebüsch mit geschmiertem Brote. Und vielleicht haben sie einen armen Mitarbeiter das Mittagessen geklaut. Miau. Miau. Buongiorno am Dienstag und viel Spaß beim Video von gestern.